Während viele alternative Medien, so wie wir von RTV, regelmäßig über den neuen WHO-Pandemievertrag berichten, berichtet der Mainstream kaum darüber. Im Gegenteil, wenn darüber berichtet wird, dann ist immer von Verschwörungstheorien die Rede. Dass das Ganze nicht so ist, darüber sprechen wir jetzt wieder mit dem renommierten Dr. Peter F. Meyer. Er ist der Herausgeber des TKP-Blogs für Science und Politik, erreichbar unter www.tkp.at. Schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast, lieber Peter. Danke für die Einladung, Nico. Peter, das Thema WHO-Pandemievertrag. Ich habe es gerade eingangs erwähnt, wir alternativen Medien, so auch du auf deinem Blog TKP, wir berichten regelmäßig darüber. Wir haben einige Punkte herausgearbeitet. Da geht es unter anderem um die Menschenrechte, die ja im Zuge dieses Vertrages hinten angestellt werden sollen. Aktuell wird er noch verhandelt, jüngst in Genf. 2024 soll der neue WHO-Pandemievertrag, wo ja 194 Mitgliedstaaten damit dabei sind, quasi zur Abstimmung kommen, und 2025 soll er dann in Kraft treten. Jetzt wissen wir, in Österreich und anderswo regt sich kaum Widerstand. In Österreich ist es im Parlament maximal die FPÖ, die immer wieder sehr kritisch über diesen WHO-Pandemievertrag im Parlament sich äußert. Aber ansonsten, wie gesagt, die Medien berichten kaum darüber, die Mainstream-Medien, Systempresse, wir alternativen Medien schon. Vielleicht nur ganz kurz. Was erwartet uns denn eigentlich, wenn dieser WHO-Pandemievertrag über die Bühne geht? Was ist denn da deine Einschätzung? Ja, im Grunde genommen, das, was in den letzten 3 Jahren die österreichische Bundesregierung oder die deutsche Regierung, die Länder in der Schweiz, der Bundesrat gemacht haben mit uns. Also diese freiheitseinschränkenden Maßnahmen, Lockdowns etc. Impfzwang. Vorschrift, bestimmte, keine Prophylaxe, Midazolam in den Altenheimen, wo man also wirklich Leute umgebracht hat, ihnen den Lebenswillen genommen hat, Kinder geimpft, Kinder mit Masken, die am Turnunterricht beispielsweise teilnehmen müssen. Das wäre noch nicht so schlimm, aber man hat ihnen die Entwicklung kaputt gemacht. Denn es ist ganz wichtig für Kinder sozusagen die Mimik. Darüber wird viel mehr kommuniziert, vor allem bei einem Kind, das noch gar nicht sprechen kann. Ne? Dass da plötzlich Kindergartentanten mit Maske das Kind angeschaut haben, das ist ganz entsetzlich für die Kinder. Also all das soll plötzlich die Kompetenz der WHO werden. Und die Behörden in Österreich, also Bundesregierung, Landesregierungen, Gesundheitsämter, werden degradiert praktisch zu ausführenden Organen der WHO. Einer WHO, die zu 80% von der Pharmaindustrie bzw. von den US-Milliardären, allen voran Bill Gates, finanziert ist, entweder direkt, finanziert er das direkt oder über die Gavi oder CEPI, also das sind so Impfverbreitungsorganisationen, die er finanziert und die wieder dann sozusagen die WHO finanzieren, wo die Pharmaindustrie riesige Gewinne gezogen hat und auch die Digitalindustrie riesige Gewinne gezogen hat. Die von staatlichen Finanziers sind Nummer 1 die USA und Nummer 2 Deutschland, interessanterweise, die auch sehr viel daran verdient haben, BioNTech, deutsche Firma, die Milliardengewinne eingefahren hat, wo Bill Gates 2019 ein sehr großes Aktienpaket gekauft hat. Also das ist sozusagen das, was da passiert. Wir werden durch den WHO-Vertrag ausgeliefert an die Industrie praktisch, an die Pharmaindustrie, wenn dem zugestimmt. Verhandeln tut für Österreich bei der letzten World Health Assembly, bei der Weltgesundheitsversammlung, nennen sie das ironischerweise, war der Gesundheitsminister Rauch dabei, aus Deutschland der Karl Lauterbach, aus der Schweiz der entsprechende Pendant per se. Und Diplomaten, also hochrangige Diplomaten aus dem Außenamt, die sind da auch federführend beteiligt. Und das sind ganz radikale Befürworter von Impfpflicht und von Machtabtretung an die WHO. Was vielleicht nur ein Schlaglicht, was die WHO wirklich ist. Vor kurzem wurde so als eine Art stellvertretende Generalsekretärin, Beraterin des Generalsekretärin, die Vanessa Kerry, bestellt. Und das ist die Tochter
vom Außenminister, vom US-Außenminister der Obama-Regierung. Mhm. Der war 8 Jahre lang Außenminister in der Regierungszeit von Obama. Da hat sich sozusagen die USA oder die Finanzelite in der USA, Obama hat 7 Kriege geführt und hat dafür einen Friedensnobelpreis gekriegt. Obama hat von den letzten 6 Präsidenten die meisten Kriege geführt und Kerry war sein Außenminister und dessen Tochter ist jetzt an einer entscheidenden Position in der WHO tätig. Also da hat sich die US-Finanzelite direkten Zugriff auf die WHO verschafft, sofern sie das nicht eh schon längst hatten, über Gates etc. Aber an diese Organisation soll jetzt praktisch die gesamte Macht im Gesundheitsbereich, was bisher Ländersache war in Österreich oder Sache des Gesundheitsministeriums oder des Parlaments, soll 1:1 übertragen werden an die WHO. Einer nicht gewählten Organisation, wohlbemerkt. Das muss man einmal dazu sagen und da frage ich mich schon und das frage ich mich immer wieder, wenn wir über dieses Thema sprechen, warum geben Politiker Machtbefugnisse ab? Normalerweise ist ja ein Politiker bestrebt, mehr Macht zu haben, um mehr zu unternehmen. Jetzt gibt man hier Machtbefugnisse ab an eine wohlbemerkt nicht gewählte Organisation. Warum macht man das? Tja. Schutz vor der eigenen Bevölkerung, wenn die Maßnahmen dann dementsprechend wieder kommen 2025 und dann wird gesagt, nein, wir haben den Lockdown nicht bestimmt, das war die WHO. Richtig. Oder warum macht man das? Das ist die heutige Heimhörerfrage. Also mein Take dazu wäre, dass wir wissen, dass sehr viele Regierungen in der EU Young Global Leaders sind. Zum Beispiel Kurz war so einer, Merkel war dabei. Also Mitglieder des World Economic Forum von Klaus Schwab. Young Global Leaders und das World Economic Forum ist eine Organisation der Finanzeliten, mhm. Also und der Großkonzerne. Mhm. Da sind die größten Konzerne weltweit sind dort bestimmend und insbesondere die Vermögensverwalter wie BlackRock etc., die sozusagen die Eigentümer der größten Konzerne der Welt sind. Die sind dort bestimmend und bezeichnen diese auch, dass zum Beispiel die EU-Kommissionspräsidentin Leyen im September 2022 bei am Rande der UNO-Vollversammlung haben NGOs, also Events abgehalten, mhm. unter anderem auch die Gates Foundation. Und da hat Leyen dann den Global Goalkeeper Award mhm. von der Gates Foundation bekommen. Also das heißt, sie hat die Ziele der Gates Foundation gut erfüllt. Mhm. Die Interessen der EU-Bürger sind ja vollkommen wurscht dabei. Die sind dabei. Hinten angestellt worden. Die sind hinten angestellt. Also die, auch der Green Deal ist im Grunde genommen ein Ziel des Larry Fink, der CEO vom größten Vermögensverwalter BlackRock, als wichtiges Ziel genannt hat. Also da ist die Finanzelite dahinter und wir übergeben sozusagen an die Corporations die Macht. Das ist Korporatismus. Ne? Da möchte ich die Quelle zitieren, Benito Mussolini, der hat gesagt, Korporatismus kann man auch Faschismus nennen, denn es ist die direkte Verschmelzung von Unternehmensmacht mit Staatsmacht. Mhm. Und das ist genau das, was da jetzt passiert. Also es ist wir gehen in Richtung Faschismus, mhm. wenn wir die Macht an die WHO übergeben. Aber das hätte eigentlich Konsequenzen auch für unsere Verfassung. Da kommen wir gleich noch näher drauf ein, weil man muss es einfach noch einmal dazu sagen, liebe Zuseher, wenn die WHO den sogenannten Pandemievertrag beschließt, ermächtigt sie sich im Falle einer Pandemie, also sie geht ja auch schon wieder davon aus, jetzt haben wir 100 Jahre lang quasi keine Pandemie gehabt, aber jetzt gehen wir davon aus, dass wir jedes Jahr eine neue haben, all das zu bestimmen, was die einzelnen Staaten zu tun oder zu lassen haben. Also das muss man sich einmal vorstellen, dramatische Aussichten. Und wie gesagt, die 194 Mitgliedstaaten machen da eben mit, ohne irgendeinen Widerspruch, darunter auch Österreich. Aber, und das ist jetzt ganz brisant,
So einfach ist das gar nicht. Also offensichtlich, Peter, wie schaut das aus? Dr. Georg Brichlig hat da juristisch ein bisschen nachgeforscht. Die Regierung kann da nicht so einfach mitbestimmen oder mitstimmen, dass wir da dabei sind. Das ist richtig. Wir haben gestern, am Sonntag einen Artikel, nicht gestern, sondern Sonntag, es ist schon ein bisschen länger her, einen Artikel dazu gebracht, über die Auswirkungen auf die Verfassung. Und da geht es darum, dass es praktisch Paragraph 1 der Bundesverfassung, das Recht geht vom Volk aus, wird ersetzt durch das Recht geht von der WHO aus. Ja. Denn warum? Die WHO, wie du vorher schon gesagt hast, gemäß Paragraph 13a, Ziffer 1, internationale Gesundheitsvorschriften, also das ist nicht nur der Pandemievertrag, sondern es geht auch um die internationalen Gesundheitsvorschriften, erkennen die Vertragsstaaten für den Fall eines globalen Gesundheitsnotstandes die WHO als Leitung und Koordinationsbehörde an und verpflichten sich, die Empfehlungen der WHO zu befolgen. Und dazu gehört, dass die WHO Lockdowns vorschreiben kann, Reisebeschränkungen, Ausweispflichten, Impfpflichten, Einnahme von Medikamenten. Sie kann vorschreiben, dass bestimmte Medikamente verpflichtend eingenommen werden müssen. Aber Entschuldigung, wenn ich dich da kurz noch unterbreche, aber das heißt ja, es muss ja auch kontrolliert werden. Und in einem Land kontrolliert ja in Österreich die Polizei. Ja? Heißt das auch in weiterer Folge, die WHO hat die Macht, die Polizei zur Kontrolle zu veranlassen, oder sehe ich das falsch? Gemäß Artikel 42 Ziffer 1 internationale Gesundheitsvorschriften müssen die angesprochenen Empfehlungen von den Vertragsstaaten unverzüglich umgesetzt werden. Mhm. Und es müssen die Vertragsstaaten Maßnahmen setzen, um auch nichtstaatliche Akteure zur Befolgung dieser Empfehlungen zu zwingen. Mhm. Also es wird verlangt, dass die Polizei, es steht nicht drinnen, die Polizei muss, aber es müssen die Vertragsstaaten Maßnahmen setzen, um die Bevölkerung dazu zu zwingen, diese Empfehlungen von der WHO zu befolgen. Mhm. Also das ist Teil des Pandemievertrags, mhm, beziehungsweise der internationalen Gesundheitsvorschriften. Mhm. Also die internationalen Gesundheitsvorschriften gibt es ja schon länger. Da werden jetzt Änderungen verhandelt. Mhm. Da gibt es eine ganze Reihe von Änderungen, die ich gerade vorgelesen, mhm, habe aus unserem Artikel. Mhm. Das sind sozusagen die wichtigsten. Es geht dabei ums Geld, dass die WHO finanziert werden muss, dass die Staaten Pandemieübungen abhalten müssen, dass die Staaten bestimmte Mittel Also es geht auch in den Finanzbereich. Es gibt Vorschriften für den die sozusagen overrulen, oder dem Finanzminister sagen, du hast das und das zu machen, das kann die WHO. Also auch hier sozusagen wird unsere Verfassung außer Kraft gesetzt. Das Recht geht da nicht von uns gewählten Abgeordneten aus, sondern von irgendwelchen Bürokraten, die letztlich von den Finanzeliten in die WHO gesetzt worden sind und wofür die Finanzeliten oder die Großkonzerne bezahlen, damit sie bestimmte Dinge durchsetzen. Ne? Ja, und dazu gibt es das Problem, dass also damit die Verfassung zur Gänze praktisch verändert wird. Und da gibt es also entsprechende Vorschriften auch, beziehungsweise Urteile vom Verfassungsgerichtshof in Österreich. Eine Änderung der österreichischen Rechtsordnung erfordert dann eine Volksabstimmung, wenn es sich um eine Änderung auf der Verfassungsebene handelt, also wenn ein Verfassungsgesetz verändert wird, also explizit ein Verfassungsgesetz, oder dieser Akt eine Gesamtänderung der Bundesverfassung darstellt. Und also es reicht keine einfache Mehrheit, das Volk muss das entscheiden quasi. Ja, es ist zwingend vorgeschrieben. Und da gibt es eine Feststellung, was eine Gesamtänderung der Bundesverfassung ist. Da gibt es also Feststellungen vom Verfassungsgerichtshof aus 1952. Und da steht
drinnen, dass, dass eben das Bundesverfassungsgesetz keine Bestimmung dazu enthält, was eine Gesamtänderung ist. Aber es gibt eine Auslegungsregel aus dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch. Da geht es darum, wenn die leitenden Grundsätze der Bundesverfassung berührt sind. Als solche Grundsätze kommen das demokratische, als das rechtsstaatliche und bundesstaatliche Prinzip in Betracht. Das demokratische Prinzip ist im Artikel 1 der Bundesverfassung verankert und der besagt, dass Österreich eine demokratische Republik ist, deren Recht vom Volk ausgeht. Dem rechtsstaatlichen Prinzip entspricht es, dass alle Akte staatlicher Organe im Gesetz und unmittelbar letzten Endes in der Verfassung begründet sein müssen und dass es für die Sicherung dieses Postulates wirksame Rechtsschutzeinrichtungen gibt. Das war jetzt aus dem Beschluss des Verfassungsgerichtshofs. Und der Verfassungsgerichtshof, für den ist dabei die Erhaltung einer effektiven Kontrolle der Verwaltung durch unabhängige Gerichte notwendig. Das wird ausgehebelt, weil die Behörden müssen machen, was die WHO sagt. Ein unabhängiges Gericht kann dann nichts mehr sagen. Und eine Kontrolle der Gesetzgebung durch den Verfassungsgerichtshof. Also das sind die zwei Punkte, die für den Verfassungsgerichtshof wichtig wären. Und all das wird ausgehebelt durch diese Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften, über die wir am Anfang gesprochen haben, und durch den Pandemievertrag. Der Pandemievertrag verlangt da zum Beispiel Zensurmaßnahmen, also dass die WHO uns sagen darf und nicht nur Google, über was wir schreiben und reden dürfen. Oder was du auf sozialen Medien posten darfst. Ja. Oder welche Medien du lesen darfst. Das ist ja jetzt schon so, dass uns die EU verbietet, zum Beispiel RT, also russische Medien, Russia Today, für das steht das RT, ne? Darfst du in der EU nicht lesen. Ich war vor kurzem in Montenegro, dort habe ich das ohne weiteres lesen können. In Montenegro geht es, ein NATO-Staat, bei uns geht es nicht. Oder man kann sie natürlich auch VPN schalten in die Türkei oder in die USA. Und dann kann ich das lesen. Aber es geht ums Prinzip und da fragt man sich schon, warum? Eine Demokratie muss das doch bitte aushalten, ja? Wenn man so will, dass auch derartige Medien dort dementsprechend vertreten sind. Ja? Und wie es... Na, nicht aushalten ist ein Grundrecht. Ne? Ist ein Grundrecht, ja, natürlich, aber... aushalten ist kein Red, sondern es ist ein Grundrecht. Presse- und Meinungsfreiheit sind absolute Grundrechte. Es wird ja ohne die gäbe es keine Demokratie. Also absolut. Es ist nicht aushalten, sondern ohne die endet die Demokratie und wir landen im Faschismus. Mhm. Und genau dort landen wir ja, wenn dieser Pandemievertrag über die Bühne gehen wird, weil wir verlieren dadurch unsere Souveränität. Das ist ganz offensichtlich. Und die Demokratie. Und die Demokratie. Und das muss man jetzt bitte auch noch einmal dazu sagen. Also wir haben, unsere gewählten Politiker haben nichts mehr zu entscheiden. Ja? Also wir können dann wählen gehen, so oft wir wollen. Die haben nichts mehr zu sagen, weil das Ganze geht dann von der WHO aus, ja, wo auch immer die dann ihren Sitz dann hat, weil das wird aber wahrscheinlich dann auch alles dann abgeändert. Aber das richtig, kann doch nicht mehr wollen. Frau Kerry, die Tochter des Ex-Außenministers der USA und in der Obama-Regierung, die hat sozusagen die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass gesundheitliche Aspekte der Klimaveränderung von der WHO entsprechend, beziehungsweise von den Ländern, die der WHO angehören, entsprechend beachtet werden. Das heißt, wenn es zu heiß wird, können die uns einen Lockdown vorschreiben. Ja, absolut. Ne? Zum Beispiel ja. Von der WHO. Ja. Das ist völlig absurd. Ne? Also ich meine, ich bin in der Lage, mich selbst zu schützen. Ich brauche weder die österreichische Bundesregierung noch eine WHO, um zu wissen, wann mir zu heiß ist. Ne? Mhm. Es ist schon okay, dass sie sagen, okay, ab 40 Grad im Amt soll man nicht mehr arbeiten. Das finde ich schon okay. Aber dazu brauchen wir auch nicht die WHO. Ne? Und die Frau Kerry soll auch für entsprechende Zensur sorgen. Ne? Weil das ist ja auch eine wichtige... Also diese Frau hat sehr viele Kompetenzen, wie sich das anhört. Die Frau hat einige Kompetenzen und ja, die man weiß sozusagen in der US-Bürokratie und bei den US-Finanzeliten, dass Kerry als Außenminister
absolut ihre Absichten erfüllt hat und dass das jetzt auch seine Tochter machen wird, davon kann man, glaube ich, ausgehen. Ne? Also es sind wirklich aus meiner Sicht düstere Aussichten. Ja. Wie gesagt, derweil wird einmal verhandelt, aber, und das fällt mir jetzt schon auf, ja, es wurde nie in irgendeiner Form jetzt dieser Passus erwähnt, dass es eine Volksbefragung benötigt, um nicht eben... Nicht eine Befragung, sondern eine Abstimmung. Entschuldigung. Das ist eine bindende, Befragung. Wir können sagen, was wir wollen, die anderen können machen, was sie wollen. Ne? Vollkommen also richtig. Es geht nicht um eine Befragung, sondern es geht um eine Abstimmung. Mhm. Es braucht die Zustimmung einer Mehrheit der Wahlberechtigten in Österreich, um diesen, um da mitmachen zu können. Wissen das nur wir oder weiß das die Regierung auch schon? Ich habe nicht den Eindruck, dass es dem Herrn Bundesminister Rauch oder dem Herrn Bundesminister Schallenberg präsent ist. Meine Hoffnung ist, dass der Verfassungsgerichtshof, wenn wir das einklagen oder wenn Rechtsanwälte das einklagen oder Bürger das einklagen, beim Verfassungsgerichtshof, dass der Verfassungsgerichtshof gestützt auf seine eigenen Beschlüsse von früher, ne, und seine laufende Rechtsprechung, dass der Verfassungsgerichtshof so eine Volksabstimmung erzwingen wird müssen. Ja, dann hoffen wir mal, dass es gerade in diesem Zusammenhang, dass der Verfassungsgerichtshof bzw. die Verfassungsrichter zum Wohle des Volkes entscheiden, ja, weil, wie gesagt, wir haben es schon mehrmals berichtet, ich bin mir auch sicher, du hast auf deinem Blog TKB schon etliche Male über diesen WHO-Pandemievertrag berichtet und über die WHO im Allgemeinen. Wir werden natürlich laufend das Thema noch näher beleuchten, auch wenn es der Mainstream nicht tut, was ja auch eigenartig ist. Was glaubst du noch ganz kurz zum Schluss, warum wird in den Mainstream-Medien kaum über diesen WHO-Pandemie-Vertrag berichtet oder wenn darüber berichtet wird, werden immer nur die Verschwörungstheorien quasi der Schwurblanc-Corona-Leugner herübergebracht? Ich möchte zuerst noch einmal sagen, alleine die Tatsache, dass diese Verträge eine Gesamtänderung der österreichischen Bundesverfassung bedeuten, sollte eigentlich jeden aufrütteln. Absolut. Punkt 1. Punkt 2, warum macht die Politik da mit, weil der Rauch und die Gesandten des Herrn Außenministers, zwei Ministerien machen da voll mit und offensichtlich auch die Gesamtregierung, die sonst ja die beiden bremsen hätten müssen, warum machen Regierungen rundherum mit? Weil wie bei Corona, es ist immer das Gleiche. Ne? Also da stehen mächtige wirtschaftliche Interessen dahinter und Machtinteressen, ne? Von der Digitalindustrie, von der Finanzindustrie, von der Pharmaindustrie, vom militärisch-industriellen Komplex. Also das sind die Interessen, die übers WEF, übers World Economic Forum, Politiker aufgekauft haben, Politiker in entsprechende Positionen gehievt haben, in der EU-Kommission, in sehr vielen europäischen Ländern ist das der Fall, in Schlüsselministerien wie dem Gesundheitsministerium zum Beispiel. Pfizer alleine gibt in Österreich laut dem Transparenzbericht von Pfizer selbst, ja, hat im Jahr 2021 23 Millionen Euro an Ärzte und Organisationen im medizinischen Bereich ausgeschüttet. Ja, warum waren die dann so pro Impfung eingestellt, stellt sich natürlich die Frage. Ja, also da gibt es ganz starke wirtschaftliche Interessen, die Politik beeinflussen. Und die Politik hat in Österreich für diese Medien, die darüber nicht berichten, 1,1 Milliarden Euro ausgeschüttet. Mhm. Das ist die Presseförderung für die Mainstream-Medien, da reden wir jetzt noch gar nicht über den ORF. Ja, und da gibt es ja noch weit andere Zwischenbereiche noch, was die dann noch bekommen haben. Und wir wissen auch, dass man braucht nur reinschauen bei der Gates Foundation oder bei Soros oder bei Wellcome Trust oder bei den verschiedenen Stiftungen, die steuerbefreiend für Investitionen in ertragreiche Zweige der Wirtschaft, wie zum Beispiel also BioNTech, Gates Foundation, da werden Medien direkt finanziert, braucht man nur reinschauen. Also Gates Foundation, bekannt, Spiegel,
oder The Guardian, in Österreich auch einige Medien, ich würde jetzt keine nennen, sicherheitshalber, aber auch da, oder Soros, auch insbesondere in Österreich, ist sehr aktiv und finanziert auch, unterstützt auch Medien und Google natürlich. Ne? Man muss einfach festhalten, sollte die Regierung bzw. die Entscheidungsträger aus Österreich jetzt bald auch einmal denen bewusst sein, dass es eine Volksabstimmung braucht für die Zustimmung Österreichs für den WHO-Pandemievertrag, dann werden wir spätestens in den nächsten Wochen oder Monaten merken, weil dann wird sicher ordentlich Propaganda dafür gemacht. Ja? Sind wir gespannt, ob das so ist. Wie gesagt, ein Artikel von Dr. Peter F. Mayer und Georg Brichlig über dieses Thema mit der Volksabstimmung in Bezug auf den WHO-Pandemievertrag finden Sie auf www.tkp.at. Peter, ich sage danke, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast. Wie gesagt, das Thema WHO-Pandemievertrag wird uns auch länger beschäftigen. Vielleicht ergibt sich ja wieder mal die Chance, dass du zu uns ins Studio kommst und wir werden noch intensiver über dieses Thema berichten. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Und auch bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen, liebe Zuseher. Wie gesagt, www.tkp.at, da können Sie noch Näheres über diese Geschichte nachlesen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal beim RTV Talk Kompakt.